In diesem Video wollen wir uns ansehen, wie der Gaming-YouTuber Candy sein Gesicht geleakt hat, ja? Und das Ganze ist kein Fake, also lass unbedingt ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Let's go! Es ging ja auch schon mal ein Clip auf YouTube und TikTok viral, wo viele dachten, dass Candy sich geleakt hat, also gezeigt hat. Da kam seine Facecam irgendwie nicht mehr mit. Ich werde euch den Clip mal einblenden. Wir müssen jetzt weiter zum ID, denn da sind ein paar Bodybuilder unterwegs und die machen da Unsinn. Und die machen wir jetzt platt, Leute. Was geht so bei euch? Alles gut? Freut mich, freut mich. Habt ihr schon den neuen Song abgecheckt? Kam heute ein neuer Song raus, Leute. Jo. Ja, beim PD machen ein paar Leute Unsinn. Und da müssen wir jetzt erstmal vorbeischauen. Candy, deine Cam ist an. Man hat auf jeden Fall gesehen, wie die Cam abgestürzt ist und auch damit sich diese Person gleich mit Candys Charakter bewegt hat. Aber trotzdem glaube ich, dass das Ganze fake ist, ja? Und zwar, weil Candy redet viel, viel älter und dort sieht er ja ganz schön jung aus. Also ich schätze ihn da auf 15, 16 Jahre alt, aber er hört sich auf jeden Fall viel älter an. Und zwar hat aber noch Standardskill sein Gesicht entdeckt, und zwar hat er auf ein Video von Candy reagiert und dort hat sich Candy einfach in der Autospiegelung gespiegelt und man hat sein Gesicht leicht gesehen. Und diesen Clip werde ich euch jetzt direkt einmal einblenden. 17:45, warte, Ja. 17:45? 17:45 ist ein Leak. Warte mal. Hat sie gerade so gefahren. Das ist Candy! Candy hat sich geleakt! Schon gewundert, sie ist hier gerade so übel schräg gefahren. Candy hat sich geleakt! Junge, hier ist richtig abgeratscht alles. Das war's komplett. Ich hab mich schon gewundert, sie ist hier gerade so übel schräg gefahren. Das ist Candy! Candy wurde geleakt! Ich ruf ihn an, ich ruf ihn an! Ich ruf ihn an, ich sag, dass wir ihn alle gesehen haben. Du wurdest geleakt. Was willst du, Stani? Du wurdest geleakt. Ich hab dich gerade im Livestream geleakt. Ich hab dein Video angeguckt auf YouTube. Nein, habe ich mich gespiegelt? Du hast dich gespiegelt im Auto und ich zeig's gerade den Zuschauern. Nein. Warte, ich guck rein. Warte. Ich bin zu Pferd geworden. Ich bin zu Pferd geworden, weil du nicht geleakt hast. Warum sehe ich das nicht? Jetzt, so, Hätte ich das warte. nicht gesehen? Ich sehe. Hä? Ich bin am Handy, ich kann es nicht sehen. Hier oben, Bro. Ach, warte. Warte. Bro, ich bin einfach zum Pferd geworden. Checkst du das? Warte, gib mir eine Sekunde. Ich bin Eine schockiert, wie du Sekunde, Bro. aussiehst. Checkst du das? Im Auto, Bro. So. Wo bist du? Ach, du bist auf YouTube live. Ach, Ja, Digga. auf YouTube. Warte. Ah, sag das doch. So, warte, ich guck jetzt. Wo bin ich da? Oh, shit. Ciao. 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 Ich muss das rausschneiden. Ciao. Er hat aufgelegt! Schnell! Ihr müsst das alle verbreiten, Leute! Ihr müsst es verbreiten, bevor er es rausschneidet! Schnell! Verbreitet es! Macht Screenshot! Also man hat auf jeden Fall sein Gesicht leicht in der Spiegelung des Autos entdeckt. Und zwar sieht man so ein bisschen, ich glaube, dass er ein bisschen so dunkle braune Haare hat, so schwarze Haare hat auf dem Kopf.
kürzere Haare und auf jeden Fall ein bisschen ein Bart. Und ich glaube, das ist wirklich Candy, ja. Jetzt ist nur noch eine Frage Zeit, bis er sich wirklich ganz zeigen wird. Ich glaube, wenn er dann die 1 Million Abonnenten hat, dann will er ja auch einen Boxkampf machen gegen iCrimex, hat er ja auch mal angekündigt. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Schreibt eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schreibt eine 1 in die Kommentare, falls ihr glaubt, dass es Candy ist, und eine 2, falls ihr glaubt, dass es nicht Candy ist, ja. Würde mich mal sehr, sehr interessieren. Und wenn ihr jetzt hier in die Mitte klickt, findet ihr noch 5 Dinge, die iCrimex liebt, ja. Let's go.